Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboards mit mir Zurech und noch einer Runde Smite, diesmal aber wieder im normalen Conquest Mode, also dem Standardspielprinzip, sage ich einfach mal. Wir sind wieder mit Hel unterwegs, der Söhnin von Odin, Herrscher der Unterwelt. Und ja, warum bin ich wieder mit ihr unterwegs? Weil ich die dann doch im letzten Game ganz gut fand. Auf jeden Fall. Interessanter Held. Mir gefällt einfach, dass sie so jetzt fehlt mir irgendwie das Wort. Nee, ich wollte nicht flexibel sagen. Ich komme nicht drauf. Egal, mir gefällt einfach, dass sie so viele Spells hat. Und man sehr viel mit ihr machen kann. Sie kann ja eben heilen, sie kann Damage machen, sie kann sich heilen. Das heißt, sie ist auch, sie sollte auch einigermaßen stark sein im One-on-One. Sie ist gut fürs Team, weil sie ja buffen kann. Sie kann auch, das können wir einmal noch durchlesen. Ja, buffs all allies. Ja, remove crowd control abilities. Protecting. Also da hat man auf jeden Fall auch einiges. Aber wir wollen noch mal lieber jetzt in diesem Stance bleiben. Erstmal für den Anfang. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessanter Held. Kann heilen, kann Damage machen, kann buffen, kann debuffen, kann slowen und so weiter. Wir warten jetzt auf die Welle an Creeps, die da kommen mag. Und dann sollte es gleich auch gut weitergehen. Da kommt sie an. Go, go, Männer. So, auf geht's. Wollen wir mal schauen, mein Versuch mit dem Domination-Modus war ja nicht sehr erfolgreich. Hat ja nicht so gut geklappt. So, damit kann ich mich gut heilen nochmal. Hat man gut gesehen, glaube ich. Ich denke mal nicht, dass der Spell dann gleich so viel Schaden macht. Aber gerade zum Lane ist das zum Beispiel, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. So, jetzt haben wir das nächste Cleans hier. Beziehungsweise, ich denke mal, so ist das anders. So, da haben wir auch schon den ersten Kill gemacht, zumindest mit Hilfe. Ich habe mich zwar einmal kurz vertan, aber man hat gesehen, dass ich auf jeden Fall... kann ich damit auch Mates eigentlich normal Creeps buffen? Ich weiß es gerade nicht. So, Player Kill. Ich habe zwar keinen Mana mehr, aber man sieht, ich bin einfach sehr flexibel. Ja, ich habe vorhin einmal geheilt mich die ganze Zeit, dann zack, Debuff drauf, Damage drauf und so weiter. Also wirklich sehr flexibler Held. Jetzt kann ich mich ja noch weiter skillen, noch weiter heilen mit meiner normalen Fähigkeit oder auch mit ein bisschen AOE hier. Ich habe ja diesen dritten Spell jetzt bekommen und der heilt dann alles um mich herum in so einer schönen Welle. Ja, die heißen dann auch immer anders. Inspire, ja genau, Cleans oder halt Hinder und Inspire oder Repulse. Ich denke mal nicht, dass ich die jetzt hier komplett auswendig gleich weiß. Mein Modell, wie ihr seht, ändert sich natürlich auch, ja. Haben sie auf jeden Fall sehr schön gemacht. So, aber wie man sieht, mein Held ist leider sehr Mana-intensiv. Also ich habe schon wieder keinen Mana. Und wir haben ja auch echt einen kompletten eine Spiegelung auf der Lane. Fällt mir irgendwie erst jetzt auf. Wie kann das denn geupgradet werden? Das habe ich irgendwie nicht so... Ach, ich habe doch diesen Mana-Spell. Ach! Ich Vollidiot.
Ja, schau mal, da habe ich sie gebufft und das hat sie deswegen überlebt. Ist doch sehr geil. Nachdem ich auch erkannt habe, dass ich diesen einen Heal habe. Na gut, jetzt geht sie eh weg, dann kann ich das auch abbrechen. Ja, guck mal hier, mein Gott. 20 Magical Power, das ist das doch hier. Und wenn ich hier bin, bekomme ich mehr Mana pro Sekunde. Ach, da steht's doch. Ich sollte mir das wirklich alles auch gut immer durchlesen. Ja, wenn ich hier switche, dann mache ich mehr Schaden. Andersrum, was im Moment wichtiger ist, bekomme ich eben mehr Mana. Ich sollte natürlich auch gleich mal weg. Ich habe, denke ich mal, ganz gut könnte ich hier mal was shoppen. Das Switchen selber kostet ja, kann man aus Money, ne? Klappt aber ganz gut. So, einmal noch wieder damit heilen. Der ging auch ein bisschen zu weit. Oh, ich hatte jetzt aber schwer. Aber jetzt kann ich auch einmal weggehen. So, das klappt auf jeden Fall deutlich besser als mein Nomination-Spiel da. War sehr gut. Jetzt kann ich wieder zurück. Hab ja ordentlich mir was eingekauft hier. Alles automatisch. Ich habe leider, wie ich oft immer sage, nicht genug Zeit, um mich so mit dem Spiel zu beschäftigen, dass ich dann eben... Aber man sieht, Mana, Magical Power, darauf geht's im Moment. Ja. Ja, da ist alles, was cool ist. Ich bin halt auch ein Ganker, das ist auch ganz gut. Na, eigentlich hat der Held, glaube ich, hier genug viele Fähigkeiten, aber naja. Wie steht's überhaupt im Moment? Weiß ich auch nicht. Es steht 2, also 10 zu 2 für uns. Ja, also auf jeden Fall gehen die Debuffs natürlich auch auf die Gegner. So, mein Mana-Spell habe ich auch wieder. Also mein Spell of F. So, schon wieder Enemy geslayt. Ja, das war auch kein Erfolg von ihr. Also im Moment läuft es sehr gut hier. Ich bleib wieder in dem Stance, also sehr cool auf jeden Fall. Ich glaube, dass mein Mate auch ziemlich abgeht. Ich glaube, ich gehe mal auf die andere Lane in der Mitte. Da sieht es im Moment ein bisschen schlecht aus. Und da wird es auch ein bisschen eintönig langsam. Wir owen da einfach so viel, ne? Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch derzeit immer noch Smite gefällt. Spielt ihr das noch? Oder spielt ihr es? Was haltet ihr davon? Ach, da haut irgendwer ab. Wir können ja mal ein bisschen pushen. Na, ich bleib lieber hier. Ich könnte eigentlich mal meinen Mana-Spell benutzen. Was ich mich frage ist noch, ich switch mal in meine Stance. Hier steht ja, ich protecting from future ones. From future ones. Ach so. Ah, gut. Ich habe das irgendwie nicht im Kontext gelesen.
Also ich schütze dann einfach meine Mates selber vor Quad-Control-Abilities für 1,5 Sekunden noch. So, ich denke mal, den Turm können wir wahrscheinlich hier... Nein, nicht direkt. Ja, viel Schaden macht man halt wohlgemerkt nicht, aber... aber das ist klar, bei so vielen Fähigkeiten ist das natürlich auch... Das war ja schon knapp hier irgendwie für mich. Ich habe aber gar nicht mitbekommen, dass hier mein Mate weg ist. Wie viel steht's? 18:3 für uns. Also im Moment steht's sehr gut. Wenn ich mich noch daran erinnere, wie das aussah in dem anderen Modus, ja, dann ist das ja hier wirklich super. So, vielleicht jetzt ist sie weg. Jetzt kann man den Turm, denke ich mal, wegnehmen. So, da fällt er auf. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, ich denke mal, wir gehen einmal kurz weg. Obwohl, wir können eigentlich noch die mitnehmen hier. Und dann gehe ich einmal kurz in die Base zurück. Denn ich habe 2800 Gold und habe mir, glaube ich, gerade einiges gekauft, geupgradet und so weiter und so fort. Jetzt haben wir hier noch ein Spear of the Magus, ein bisschen mehr auf Damage einfach. So, wir gehen mal weiter. Ich weiß nicht, haben die rechts schon den Tower Down? Ich sehe das so schlecht. Ich weiß auch gerade nicht, ob es überhaupt eine größere Map an sich gab. Na, wir gehen mal Mitte. Da passiert irgendwas. So, jetzt gehen wir ganz nach rechts. Wie gesagt, wir sind ja schon so ein Ganker, aber da hinten auch unser Gegner fällt da hinten ebenso. Man sieht es da oben, 4 tot vom gegnerischen Team hintereinander. Steht da eigentlich, wie lange das hält? So, ein Gegner ist schon gelieft, weil wir einfach so unglaublich dominieren. Ja, das Spiel ist jetzt natürlich das komplette Gegenteil vom anderen. Also hier dominieren wir halt ziemlich. So, das ging aber jetzt hier wieder übelst ab.
Vielleicht sollten wir mal an der Tower pushen. Wie gesagt, immer mehr Gegner liegen gerade das Game. Das war Ares hier, ne? So, den heilen wir mal ordentlich. Ja, da wird er ein Problem kriegen. Ich gehe mal in die Mitte. Da haben wir nämlich noch einiges. Ein Tower. So, dann nehmen wir das ja auch mal auseinander. Ja, ist natürlich auch wieder nicht sehr spannend, das Spiel. Da war irgendwie das Spiel, wo ich voll verloren habe. Irgendwie ein bisschen besser. Einfach weil es nicht ganz so tja, dominierend war. Ist einfach mal so zu sagen. Aber kein Ding, haben wir alles gepawnt wieder. Mir geht's gut und ich denke mal, wir werden jetzt hier auch. Das Game ganz schnell rausmachen. Jetzt haben wir zwei Phoenix down, der Minotaur wird ja dann immer schwächer. Und ich denke mal, der Minotaur wird jetzt auch fallen. Komm, geht auf! Haut ihn um. Da bin ich gestorben. Und da haben wir auch gewonnen. Ein Opfer muss man bringen. Ja, ja. War jetzt nicht gerade sehr spannend, das Spiel. Ich wollte euch aber mal wieder Smite zeigen, auch im normalen Modus, im Conquer-Modus. Und ja, wir haben gewonnen. Dominion-Modus war auch auf jeden Fall gut. Wir hatten 4-1. 15 Assists. Waren ordentlich gut am Rocken. Und ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch, kommentiert es ein bisschen. Ich weiß, das war nicht gerade das beste und spannendste Spiel, wo was Smite zu bieten hat. Aber naja, bis dann und ciao, ciao.